Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Clemmy ist auch da, der will sich auch an dieser Aktion beteiligen. Ja. So, was das jetzt wird, das wird eine Reitewerbesendung. Ich will mal grundsätzlich festhalten, man hat uns nicht gesagt, wir sollen diese Werbung machen. Wir wurden keinesfalls aufgefordert. Wir haben auch nichts geschenkt bekommen, das uns dazu veranlassen würde, für ihn hier werbemäßig tätig zu werden. Sondern wir machen das. Ihr kennt uns. Wir machen jede Menge Blödsinn mit. Und das ist sogar für uns ein guter Blödsinn. Es geht um Haus der Steine in Wiesbaden. Ich halte das mal hier hoch. Bei dem hatten wir jetzt hier unsere erste Bestellung, war das? Genau. Unsere erste Bestellung gemacht. Und der hat uns was beigelegt. Das wird er wahrscheinlich bei jedem was bei einer Bestellung beilegen. Ich fasse davon aus. Und zwar dieses Häuschen. In Einzelteilen. So, was haben wir jetzt vor damit? Das Ding jetzt sofort aufbauen? Nein. Wir wollen uns damit Zeit lassen. Und zwar werden wir dieses Video so reinsetzen, ganz normal. Und dann gibt es von uns Shorts. Nein, keine Bermuda-Shorts, sondern kleine Filmchen, wie wir jeden Tag einen dieser Steine da draufbauen. So, was ist, wenn wir es fertig haben? Die ganze Welt klatscht und ruft Beifall? Nein. Wenn das erledigt ist, schauen wir unseren Terminkalender durch. Dann setzen wir in unseren Dacia, der übrigens auf Gas fährt, und fahren dann nach Wiesbaden mit dem Häuschen. Was wollen wir mit dem Häuschen machen? Erklär, schrei, ja, sing es. Erstens sollten wir uns den Laden mal in real anschauen, weil die haben auch ein Ladengeschäft, nicht nur eine Internetseite. Ihn bekannt machen durch ein kleines Review und so weiter, nehmen ein Filmchen auf. Genau. Und auf dem Dach ist Platz. Nicht nur auf dem Dach. Auf dem ganzen Haus. Ja. Wir wissen ja nicht, wie viele Arbeiter der da hat. Stammmannschaft. Jetzt nicht den Straßenkehrer draußen, sondern eben halt die immer in seinem Geschäft sind. Und da würde ich doch mal sagen, was würde da gut drauf passen? Unterschriften. Ja, das wäre dann eine kleine Krönung hier für unsere Sammlung. Vitrine, genau. Ja. Ja, ich würde dann mal sagen, ich packe das Ding mal hier aus, kommt dann gleich wieder rein. Eine riesen Bauanleitung, weil so unheimlich viele Steine. Ja. Sarkastisch gemeint, ja. Irgendwie mag ich den Laden. Der hat gefragt, weil irgendwie ist die Hausnummer untergegangen bei der Bestellung. Hat uns hier eine E-Mail geschickt, ne? Hat angerufen. Angeschrieben hat er uns per E-Mail, genau. Und dann habe ich zurückgerufen, hat gleich die Telefonnummer beigelegt. Und am nächsten Tag war das Paket da. Ja. Hallo. Versand ist schnell. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was da Bauanleitung. Aufmerksam auf das Haus der Steine bin ich durch Klaus Lindner Klemmen geworden. Der war nämlich wohl auch irgendwann da. Ist eine Empfehlung gewesen? Genau. Und da habe ich gedacht, gucken wir uns die Seite mal an. Schicke kleine Bauanleitung. Ja. Das sind 12 Balken. Ja. 4, 6, 8, 10, 12. Alle Steine sind da, muss also kein Herzinfarkt kriegen. Ich glaube, zur Not hätten wir auch mal den einen oder anderen. Ja, so in den Farben, das kriegen wir dann irgendwie schon hin. So, ich bin dafür, was meinst du, das ist 4x4, sollten wir dann eine kleine Baseplate drunter packen? Gehe ich davon aus. Da werde ich dann gleich eine Baseplate holen. So, du darfst jetzt aussuchen, welche Farbe? Ja, wir fangen mit Gelb an. Gelb ist die Hoffnung. Der wird nachher gleich als erstes verbaut. So, dann werde ich, dieses kleine Filmchen kommt hinten dran noch, geht auch als Short nochmal raus und wie wir das zusammenbauen. Und den Rest werde ich da reinpacken
Und dann würde ich doch mal sagen, wenn euch die Idee gefällt, schreibt uns in die Kommentare, ob wir weiter so Sachen machen sollen und Läden vorstellen, die... Hallo, ihr wisst, dass die Sigfitz im Moment tot. Ja. Darf nicht mehr gemacht werden, weil dann drehen die in Dänemark total ab. Ja. Dann bewaffnen die ihre Schiffe wieder und rudern hierher und bringen dann ihre Advokaten mit. Ja, das ist nichts zum Bezahlen, aber die kassieren ordentlich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und dann finde ich so eine Aktion hier ganz toll. Ja. So, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja, dann würde ich doch sagen, am Ende kommt das Filmchen noch. Ja. Wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video. Baut was Hübsches und wenn es aus 12 Steinen ist, ich freue mich da irre drauf. Tschöne. Wir bauen das Haus der Steine. Heute der erste Stein.